The Asylum's Titanic 2 war für mich ein großartig unterhaltsamer Partyfilm. Man muss allerdings dem Film ungefähr die halbe Laufzeit geben, bis er etwas in Fahrt kommt, bis die Katastrophe wirklich passiert ist und man dann wieder mehr Spaß mit den Effekten, dem CGI und auch dem Schauspiel haben kann. Allerdings, wer genau hinhört und wer sich genau mit dem Film beschäftigt, kann auch schon am Anfang mit den unsäglich geschriebenen Dialogen und den sagenhaft unsympathischen Charakterversatzstücken seinen Spaß haben. Und wenn wir die Entwicklung des Plots wirklich zerlegen und auseinandernehmen, haben wir sogar in diesen Sequenzen einen Film, der einen Videoabend mit gleichgesinnten Trash-Fanatikern zu einer wirklichen Spaßgranate werden lässt. Titanic 2 ist für mich einer der unterhaltsamsten Filme von The Asylum, die ich bis jetzt gesehen habe, was allerdings natürlich bei weitem nicht bedeutet, dass man nicht ein gewisses Grundverständnis für diese Art Film mitbringen soll, um seinen Spaß daran zu haben. Ich hatte ihn auf jeden Fall und gemeinsam mit Sherlock Holmes und Mega Piranha, by the way, Reviews zu beiden Filmen gibt's auch schon auf dem Kanal, empfehle ich Titanic 2 wirklich jedem Trash-Fan. Ich hatte meinen Spaß und ich hoffe, dass ihr ihn auch haben werdet.